Wir werden unfrei geboren, jede Mutter weiß das, jeder Vater auch. Man ist nie fertig mit dem Freiwerden und man kann sich dabei behindern oder helfen. Herzlich willkommen zu unserer fünften Folge des Podcasts Die Energie der Gesellschaft. Hallo Marina. Hi, Stefan. Wir sind wieder beieinander, das freut mich. Du wahrscheinlich in Münster, ich in Essen. Genau, wie immer. Und wir haben wieder ein großes Thema vor uns, über das wir heute sprechen wollen. Und ein Gast, auf den ich mich extrem freue. Ich glaube am meisten, weil sie so viel zum Begriff der Freiheit gearbeitet hat. Und der ist für mich im Moment mit 1000 Fragezeichen verbunden. Stefan, was bedeutet für dich Freiheit? Gute Frage und ich habe mir bewusst keine Antwort vorher zurechtgelegt, beziehungsweise habe ich keine fertige Antwort gefunden, weil ich irgendwie finde, dass das, was ich mal für Freiheit gehalten habe, so Reisefreiheit als Ossi oder Freiheit in so einem liberalen, wirtschaftsliberalen, aufklärerischen Sinne, das scheint irgendwie alles so ein bisschen unter Beschuss geraten zu sein oder in Zweifel gezogen zu sein. Also ich bin wirklich sehr hoffnungsvoll oder hoffe sehr darauf, dass die heutige Folge und unser heutiges Gespräch mit Eva von Redeker über Freiheit und natürlich auch über Klimaschutz und Klimawandel, dass es mich klüger aus dieser Folge hinausgehen lässt, als ich jetzt hier dumm hineingehe. Wie geht es dir mit dem Freiheitsbegriff? Ich würde mir das auch sehr wünschen, weil ich merke, dass der Freiheitsbegriff, ich würde gar nicht umkämpft sagen, weil er von einer Seite einfach vereinnahmt wird, während die andere so ein bisschen hilflos daneben steht. Aber wir sind irgendwie in eine Gesellschaft geraten, in der zum Beispiel die eigene Energieproduktion über den Balkon nicht als Freiheit gilt, sondern als Vorschrift und Unterdrückung, während zum Beispiel die völlige Abhängigkeit von einem Atomkraftwerk oder von Kohle als Freiheit gilt. Das Zubauen von Straßen, von Städten mit Straßen und Parkplätzen ist Freiheit, aber dass mein Kind nicht in einem umzäunten Spielplatz spielen muss, ist keine Freiheit. Und ich frage mich, ob wir das überhaupt gesellschaftlich irgendwie wieder hinkriegen. Und ich glaube, dafür müssen wir darüber reden, was das ist und worauf wir einfach Rechte haben. Ich würde so gerne dieselbe Wut, die so viele Bauern bewegt, ihre Städte mit Traktoren zuzustellen, diese Wut würde ich so gerne umleiten auf das, was uns tatsächlich Freiheit nimmt. Und ich frage mich, ob das geht. Ja, oder vielleicht kann man sogar noch einen Schritt weitergehen und fragen, ob Freiheit überhaupt der richtige Begriff ist. Also es gibt ja so Begrifflichkeiten, die möglicherweise an bestimmte gesellschaftliche Konstellationen geknüpft sind, so. Und wenn sich die gesellschaftliche Konstellation ändert in vielerlei Richtungen, dann funktioniert auch so ein Begriff nicht mehr. Also vielleicht schmeißen wir den Freiheitsbegriff heute auch über Bord. Ich weiß es nicht. Eine radikale These, zu Ja, der und ich. finden was anderes. Lass uns doch vielleicht unseren Gast dazu holen und sie mal dazu befragen. Wie ist es eigentlich gerade? Was ist der Status quo im Westen? Und was könnte unser nächster Status quo sein? Hallo Eva. Hallo Stefan, hallo Marina, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich stelle dich kurz vor. Also wir haben heute zu Gast Eva von Redeker, Dr. Eva von Redeker, geboren 1982 in Kiel, also ein Nordlicht. Eva von Redeker hat Philosophie, Germanistik und Geschichte in Kiel, Tübingen, Cambridge und Potsdam studiert, hat ganz klassisch für den akademischen Betrieb zwischen 2009 und 2019 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für praktische Philosophie, Sozialphilosophie der Humboldt-Universität studiert. Ist das richtig? Also in Nicht studiert, sondern gearbeitet als promoviert, wissenschaftliche genau. Mitarbeiterin mit so einer richtigen akademischen Stelle auch. Ja, Ja, so eine, TVÖD, so. genau, Also 13 warst du richtig und drin im Betrieb. Assistentenstelle, genau. Von 2013 bis 2014 warst du Gastwissenschaftlerin am Philosophischen Institut der Universität Cambridge im Vereinigten Königreich und hast 2015, 2016 als Gastdozentin an der New School for Social Research in New York gelehrt. Lehre und Forschung, das alles hast du hinter dich gebracht. Seit
Ende 2020 hat Eva von Redeker ein Marie Skłodowska Curie Fellowship an der Universität Verona inne. Läuft das noch? Nee, das lief nur 2 Jahre. Länger wollte ich auch nicht. Und bist assoziiertes Mitglied des Zentrums für transdisziplinäre Geschlechterstudien der Humboldt-Universität Berlin. Kann man da weiterhin Mitglied sein ohne einen TVÖD-Vertrag? Also ist das weiterhin aktuell? Ja, irgendwie geht das. Und das Gute daran ist, dass ich meinen lebenslangen E-Mail-Account behalten kann, ohne das alles umorganisieren zu müssen. Diese HU-Berlin, Ja, die hatte ich das auch ist mal. Ja, genau. Ja. der Hintergrundgedanke dabei. Ja, so, aber das Ding ist, dass du tatsächlich, so habe ich das verstanden, nach allem, was ich von dir gehört habe, dass du tatsächlich deine akademische Karriere bewusst beendet hast und jetzt als freie Philosophin, freie Publizistin arbeitest. Du hast sehr erfolgreich Publikationen veröffentlicht, die letzte sehr umfangreich besprochen, sehr gelobt von der Kritik, das Buch Bleibefreiheit, 2023 erschienen. Im Jahr 2022 erschien der Band Schöpfen und Erschöpfen. Das ist ein gemeinsamer Band, der mit Maya Göpel, der Transformationsforscherin, herausgegeben wurde. Und 2020 erschien Revolution für das Leben, Philosophie der neuen Protestformen. Die Liste der Publikationen ist natürlich viel länger, es gibt viele Aufsätze und so weiter. Und du bist auch erfolgreiche Videobloggerin und so weiter und so fort. Darüber habe ich dich übrigens mal kennengelernt, über YouTube. Und seit 2024, seit Januar 2024, jetzt wird es richtig spannend, ist Eva von Redeker Metropolenschreiberin Ruhr. Auf Einladung der Bross-Stiftung, der hier in Essen ansässigen Bross-Stiftung, wirst du für 9 Monate das Ruhrgebiet erkunden und danach über deine Erfahrungen einen Text verfassen oder was auch immer. Ich weiß es nicht, irgendwas verfassen, irgendwas produzieren. Und das ist interessant, ja. Also von Kiel über Cambridge, New York, Berlin, Potsdam und Verona. Jetzt plötzlich im Ruhrgebiet angekommen, soviel ich weiß, in Mülheim an der Ruhr. Wie ist es da? Ja, anders, ne? Anders als woanders. Ist schön. Also die Leute sind, sagen ja immer alle vorher, es war eigentlich mein einziges Ruhrgebietsklischee und ich habe es gleich bestätigt, wahnsinnig nett. Bisschen ähnlich würde ich aber auch sagen, wie hier, also im Osten, ich lebe ja sonst in Brandenburg, mit so einem gewissen, ich glaube, aus Arbeitskooperationserfahrungen geborenem Egalitarismus, den ich sehr gern mag, allerdings viel gesprächiger und viel entgegenkommender. Und ich musste das überhaupt erstmal kapieren, dass das normal ist, dass man sich so ab und zu mal anguckt auf dem Bahnsteig oder so einen Kommentar macht und dann einfach so sein Leben fortsetzt, ohne dass ein Störfall passiert wäre. Das ist sehr nett. Und ansonsten, ja, es ist natürlich komplett anders als meine sonstigen Aufenthaltsorte, weil ich ja so sehr landgeprägt bin. Also ich bin wirklich auf dem Bauernhof groß geworden, lebe jetzt in Brandenburg auch auf dem Dorf und das Ruhrgebiet ist ja, wie ich gelernt habe, das neue Wort ein Ballungsraum. Schon seit einer Weile mit einem irre exponentiellen Bevölkerungswachstum durchs 19. Jahrhundert durch und auch immer noch. Und diese Dichte, also das ist ja die dicht besiedelste Gegend auch Deutschlands, nicht nur an Menschen, sondern auch an menschengemachtem Material, war für mich wirklich so wie, also das war ganz desorientierend. Ich habe es am Anfang gar nicht verstanden, dass man so, man denkt, man ist in der Stadt und dann fährt man da raus und dann fängt aber die nächste Stadt an und dazwischen gibt es auch nicht eine Straße, sondern eine Autobahn und links und rechts neben der Autobahn gibt es nur Beton und das ist irgendwie ein ganz guter Schock für mich. Also wenn man immer so über Anthropozän und Kapitalismus nachdenkt und schreibt, dann auch wirklich mal, ja, das vor der Nase zu haben und nicht eine grüne Wiese. Aber da, wo du lebst, wenn ich das richtig verstanden habe, in Mülheim an der Ruhr, das ist so eine Siedlung. Das hat ja gar nichts Metropolenhaftes, oder? Das sind doch Gar dann auch nicht, gar interessante nicht. Gegensätze. Und Aber kommst du da überhaupt weg? Also jetzt mal fährt ein Bus oder so? einmal die Stunde. Ich habe aber das Fahrrad, oder um ehrlich zu sein, eine Freundin von mir hat das Fahrrad repariert. Ich komme jetzt auch mit dem Fahrrad weg. Ich finde es aber trotzdem in einer Hinsicht so wie das, was ich eben beschrieb, nämlich was die Versiegelung angeht. Also aller Außenraum ist eigentlich so eine Art Nebensache der Umschließung von Menschen in Häusern und Autos. Und dass da sozusagen wenig Fleckchen
offenen Bodens mehr übrig sind, nachdem eben diese irrsinnige Produktion freigesetzt wurde, die die Bodenschätze ermöglicht haben. Das finde ich selbst in diesem Vorort total ersichtlich. Also da, ne, ist alles gepflastert, asphaltiert, stehen die dicken Autos und wir sind ja, wir haben ja vor 2, 3 Jahren diese Schwelle überschritten, global gesehen, wo die menschengemachten Materialien, also Glas, Beton, Textilien, Plastik, gesamt genommen schwerer sind, also mit mehr Gewicht auf der Erde lasten, als alles, was lebt. Also sozusagen alle Urwälder, Elefanten und Menschen zusammengenommen sind jetzt leichter als das Zeug, was wir produzieren oder produziert haben. Und das sieht man auch in diesem Vorort ganz gut. Aber Moment, die vielen Autobahnen, die vielen Straßen, die schweren Autos, das ist doch alles, was in Deutschland mit dem Begriff Freiheit assoziiert wird. Also eigentlich ist das doch so eine Idealvorstellung, oder? Ja, inzwischen ist es ja leider so, dass, also, ich glaube, diese Autobahnen, die für die Freiheit stehen, sind ja trotzdem, obwohl es da so viele gibt, ständig verstopft und die Leute stehen im Stau auf den Autobahnen. Und ich habe auch mir sagen lassen, dass es so eine, viele Versuche gab, einen Tarifverbund zu machen und den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern im Ruhrgebiet, die aber irgendwie alle gescheitert sind an so Kirchturmpolitiken, sodass also auch die Dysfunktionalität der Alternative zu den Autobahnen so ein bisschen übertrieben ist. Also da sind keine technischen Probleme. Es wäre auch schon noch Platz für ein paar Schienen, sondern eher so organisatorische. Aber ja, genau. Ich glaube, mir steht da ziemlich genau, dass die Infrastruktur einer Freiheit vor Augen, von der ich mir eigentlich gewünscht hätte, es wäre eine schon etwas abklingende, eine Mobilitätsfreiheit des 20. Jahrhunderts. Und wenn man da dann so von einem Ort in den anderen fährt, sehe ich doch, wie präsent das noch ist. Dass man sich das auch nicht einfach wegwünschen kann. Also wünschen schon, aber nützt nichts. Bleibt halt da. Und alles ist darauf angelegt, dass es diese Infrastruktur nun mal gibt. Fühlst du dich frei in der Metropolregion? Ja, aber nicht wegen der Autobahn. Ich meine, ich fühle mich in einer Hinsicht wirklich ganz, ganz drastisch abgeschnitten von den Dingen, die mir sonst so ein Gefühl von Freiheit geben. Also, dass ich mich auskenne, dass ich weiß, wie ich mich versorgen könnte, dass ich 1000 Tiere und Vögel treffe, die ich bestimmen kann. So, das ist alles nicht da. Ich fühle mich aber natürlich insofern wahnsinnig frei, als ich also diese verrückte Fügung durch so ein Stipendium genieße, dass ich letztlich sehr viel Zeit zur Verfügung habe, das zu machen, was ich eh machen will. Gucken, nachdenken, schreiben. Und mir auch, also in Maßen, aber selbst einteilen kann, wann ich wie viel arbeite, wie ich das konzentriere, wo ich hingehe. Das ist natürlich ein, also auf eine Art schon fast künstliches Ausmaß an Freiheit, was ich da genieße. Und gleichzeitig habe ich genau die Bleibefreiheit, sein zu können, wo ich will, nicht, denn es ist ja ein Residenzprogramm. Also die Hälfte der Zeit muss ich da sein. Was bedeutet das Wort Bleibefreiheit? Das bedeutet, dass man wo bleiben und frei bleiben kann. Und dafür muss man unbedroht sein. Also ich sage manchmal, es ist wie so ein Aufatmen. Man merkt so, wow, hier ist es richtig. Und der Ort muss erstens intakt und auch sozusagen mit einer Aussicht auf zukünftige Intaktheit ausgestattet sein. Er muss aber auch lebendig sein. Denn die Idee der Bleibefreiheit ist ja nicht einfach nur bleiben, bleiben Ausrufezeichen, sondern Bleibefreiheit. Und damit man an dem sozusagen ohne Ortswechsel frei bleiben kann, muss der Ort selber interessant, wechselhaft, lebendig, bezugsreich sein. Deswegen könnte man auch sagen, es ist eigentlich, die Bleibefreiheit steht für mich für eine intensivierte Lebendigkeit. Erfüllte Zeit nenne ich das dann manchmal in dem Buch. Ich stelle mal eine etwas böse Frage, aber mir scheint, dass so ein Begriff von Bleibefreiheit das ist, wofür viele konservative und auch rechtspopulistische Menschen gerade auftreten, die sagen, unsere Freiheit definiert sich eigentlich durch die Abwesenheit von Wandel, das heißt durch die Abwesenheit von Zumutungen. Und die sagen, wir wollen die Freiheit, genau so zu bleiben,
wie wir sind. Wir wollen unser Schnitzel weiter so nennen, wie wir es immer genannt haben. Wir wollen unser Auto so weiterfahren, wie wir es immer gefahren haben. Wir wollen so viel Energie verbrauchen, wie immer. Und wir wollen so viel CO2 ausstoßen, wie immer. Wie unterscheidet sich dein Begriff von Bleibefreiheit von dieser Ablehnung jeder Veränderung und jeder Zumutung? Du hast gerade schon gesagt, der Ort muss irgendwie lebendig sein. Reicht das, um etwas diesem Diskurs entgegenzusetzen? Ich glaube, wenn man genug macht mit dem Begriff des Lebens, ja. Ich will aber erstmal sagen, dass ich das, was du jetzt böse nanntest oder das leicht Gefährliche an dem Begriff, zugleich das Verlockende finde. Denn es geht, also in meiner Begriffsbildung geht es ja nicht darum, einen einfach nur besonders puren, unkontaminierten Begriff von etwas, was dann aber keine Zugkraft oder Transformationskraft in der Welt mehr entfalten kann, zu schaffen. Ja, das ist, geht ja sowieso nicht irgendwie um mich. Und ich glaube, also meine Theorie, und es ist auch nicht nur meine, sondern sagen wir mal, die Tradition der kritischen Theorie, in der ich so ein Stück weit theoretisch erzogen wurde, immer schon hatte, ist, dass Autoritarismus nicht einfach was ist, was in einer wiederum bösen, fehlgeleiteten individuellen Haltung oder Psyche wurzelt, sondern man muss verstehen, warum, wie die Verhältnisse, so wie sie sind, wie die gesellschaftliche Realität, manchen Leuten aus ihrer Position heraus nahelegt, die Welt so falsch zu sehen, wie sie sie sehen. Das entschuldigt das nicht, das macht das auch nicht irgendwie richtig, aber es sagt doch, dass es so etwas gibt wie eine Art notwendiges Missverständnis. So. Und oft ist das Problem nicht der Grundimpuls, also zum Beispiel der Grundimpuls, etwas bewahren zu wollen, sondern das Problem ist, woran er sich konkretisiert. Und das Gefühl einer fremden Übernahme hat vielleicht in bestimmter Hinsicht eine große Berechtigung. Also in einer Marktgesellschaft, wo die Frage, ob meine Qualifikation wertvoll ist oder nicht, komplett davon abhängt, ob man mit ihr also gut verkäufliche Waren herstellen kann, nicht, ob man damit was Sinnvolles, menschliche Bedürfnisse befriedigt, gibt es eine große Ohnmachtserfahrung. Und das Groß und in dem Moment, wo dann sozusagen eine Branche von der nächsten abgelöst wird, hat man plötzlich das Gefühl, sich in der Welt nicht mehr auszukennen. Wenn man dem ständigen Obsoletwerden von nicht mehr so gut verkäuflichem, veralteten, finde ich, also dem kann man durchaus Bleibe gönnen wollen. Das, was man nicht zulassen darf gesellschaftlich, ist, dass sich diese Art von Verlust, Verletzung, Zurücksetzung dann behilft, indem irgendeine Krücke gesucht wird und man zum Beispiel sagt, ah, jetzt weiß ich, warum ich mich hier nicht mehr zu Hause fühle, weil ein paar Leute auf der Straße anders aussehen als noch vor 20 Jahren. So. Und in dem Moment, wo dann zum Beispiel ein gut eingeübtes rassistisches Muster greift, da haben wir dann den Fehler, dem man kein Bleiben gönnen will. Also sozusagen die Ersatzkontrolle, die darin besteht, zu sagen, ich will kontrollieren, wie das bei mir auf dem Bürgersteig aussieht. Was man auch, und auch das kontrolliert man dann in 17 anderen Hinsichten nicht. Also, dass die Läden verfallen, kontrolliert man nicht. Was gerade die Mode ist, kontrolliert man nicht. Wie einen die jüngere Generation grüßt, kontrolliert. Aber die eine Sache, die sozusagen mit weniger Migration benannt ist, darauf gibt es dann eine Fixierung. So, und ich meine, in solchen Fixierungen, ich nenne das oft Verteidigung von Phantombesitz, besteht rechte Politik und die übersetzt sich dann in die Verlängerung von vergangener Gewalt hin, also ja, man kann sagen, philosophischen Nekropolitiken, also wirklich Todespolitiken in der Gegenwart. Das ist, also braucht man auch gar kein, also sozusagen mit der Freiheit aller Menschen auf der Erde und auch mit deren Würde vollkommen unvereinbar. Und ich glaube, dass man daraus aber nicht ableiten sollte, dass man einfach jeden Beharrungsimpuls schleunigst unterdrücken soll, sondern dass man gucken soll, dass sich dieser Beharrungsimpuls auf eine solidarische oder zukunftskompatible Weise artikulieren kann.
So, und deswegen denke ich, dass diese Gratwanderung zu sagen, natürlich, also in der Konkurrenzgesellschaft, wo ständig was ausrangiert wird, da kann es durchaus revolutionär sein, für das Bleiben und die Langsamkeit zu plädieren. Und das tut eben dieser Begriff. Der erlaubt gewissermaßen auf seiner Zeit und seiner Würde zu beharren, ohne diesen düsteren sozusagen Fehlgriff zu sagen, nämlich weil es diese anderen gibt, die überhaupt kein Recht haben sollten. So, das wäre die Hoffnung. Und wenn es dadurch manchmal eine kleine Überschneidung gibt in dem Vokabular mit meinen politischen Feinden, finde ich das ein Stück weit geradezu ein Hoffnungszeichen, weil das könnte auch die Brücke sein, auf der etwas in die andere Richtung umschlägt. Da, also ich meine, ich habe jetzt nun wirklich auch keine Angst vor falschen Allianzen, also die werden schon merken. Ich meine, ich bin als irgendwie kommunistische Lesbe laufe ich, glaube ich, wenig Gefahr, dass die AfD demnächst ihre Slogans von mir abschreibt. Ja, das, da habe ich, glaube ich, ganz andere Sorgen, wenn die sich zu sehr mit mir beschäftigen. Gleichzeitig will ich auch sagen, dass ich glaube, konservative Impulse sind nicht unser Problem in der Gegenwart. Es wäre eigentlich schön, wenn es überhaupt noch sowas gäbe wie Konservativismus. Ich glaube, was wir erleben, ist, dass der Impuls, Vergangenes und Traditionelles zu bewahren, als lebendige Tradition zu bewahren, eigentlich schon immer schon für verloren gegeben wird und der autoritäre Backlash der Gegenwart nur so funktioniert, dass bestimmte Versatzstücke aufgegriffen und nicht mehr als Tradition fortgesetzt werden, sondern als eine Art Ressentiment geladen, propagiertem Besitzanspruch. Also zum Beispiel in Religion, ja, da sind die meiste rechte religiöse Agitation hat nichts zu tun mit Glaube, mit religiösen Traditionen, mit gelebten, so also sein, nennen wir es Christentum, in dem Fall Christentum, sondern da geht es um sowas wie, gibt es ein Kreuz auf dem Berliner Schloss oder nicht? Gibt es ein Kreuz in den Klassenräumen oder nicht? Und es ist wie in sozusagen, können wir das Markenzeichen halten oder nicht? Müssen wir, also es ist so eine Schlachtfeldlogik und in eine abgezäunte Besitzstandslogik übersetzt, die meiner Meinung nach der Ausweis des Autoritarismus oder auch Neofaschismus ist und gerade nicht des Konservativismus. Die Leute, die wirklich noch also christlich sind, die kann man dann oft auch überzeugen. Es ist ja ein schmaler Grat, trotzdem, ja, so wie du es beschreibst. Also ich kann das alles nachvollziehen und habe auch ein bisschen in deinen Büchern geblättert, aber es ist halt ein schmaler Grat. Und meine Frage wäre, oder vielleicht machen wir vorher nochmal eine Begriffsklärung. Ja, du hast den Begriff des Phantombesitzes einmal erwähnt, in deinen Werken taucht er öfter auf. Vielleicht kannst du noch mal kurz was dazu sagen. Ist das Besitz, den ich gar nicht habe, oder was ist das Ja, oder? das ist Besitz oder das ist ein Verfügungsanspruch, der gewissermaßen leer oder bodenlos ist. Entweder weil er sich über etwas erstreckt, was gar kein Eigentum sein kann, also zum Beispiel die Zuwendung anderer Menschen. Ich würde sogar auch sagen, sowas wie, weil wir jetzt eben bei der Religion waren, ja, gelebte Gläubigkeit kann man auch, das ist unverfügbar eigentlich, aber etwas eigentlich Unverfügbares wird behauptet, als sei es etwas, an dem man einen gesicherten Verfügungsanspruch hat und nicht nur einen gesicherten, sondern auch einen totalen. Das heißt, man kann damit machen, was man will. Das ist gerade das Charakteristikum des modernen Eigentums, dass es einem eine volle willkürliche Verfügung zubilligt. Und wenn eben dieser Anspruch gewissermaßen ohne Gegenstand erhoben wird, dann kippt er oft umso schneller in Gewaltdemonstrationen, weil man sozusagen die ganze Zeit so tun muss, als sehr wäre da was, wo nichts ist. Deswegen die Figur des Phantoms, ja, Phantomschmerz ist an einem Glied, das man gar nicht mehr hat, und Phantombesitz ist sozusagen Kontrolle über einen Gegenstand, der aber gar nicht da ist. Zum Beispiel fortlaufende patriarchale Übergriffigkeit, obwohl wir gar nicht mehr die Ehegesetzgebung haben und das Geschlechterverhältnis gesellschaftlich, die einem eigentumsförmig, wie das noch im 19. Jahrhundert gewesen wäre, als Ehemann den Zugriff auf die Zeit und Körper der Frau rechtlich garantiert. Also diese Verhältnisse sind abgeschafft. Manche sagen, ist auch gut so. Andere haben das Gefühl einer ihnen
unfreiwillig zugefügten Amputation einer äußeren Sphäre, die mal Teil ihrer Freiheit war. Und das dieser sozusagen überlebenden Racheinstinkte nenne ich Phantombesitz, weil ich eben glaube, das ist, also Racheinstinkt ist eben, finde ich, zum Beispiel eine falsche Kategorie, weil es das psychologisiert und so tut, als wäre das was unhistorisches. Und ich glaube, es hat eine bestimmte Form in der Moderne, in der bürgerlichen Gesellschaft, die nun mal eine Eigentumsgesellschaft ist. Und diese Form ist die eines Besitzanspruchs. Und wenn man das so fasst, finde ich es auch besser zu verstehen, warum manchmal so vermeintlich kleine Kränkungen so schnell in Gewalt umschlagen. Weil da was verletzt wird, was man vor sich herträgt mit der Absolutheit eines Eigentumsanspruchs. Und wenn dann sozusagen die Frau sich trennen will und man plötzlich nicht mehr, auch nicht mal mehr die Fantasie einer Verfügung aufrechterhalten kann, dann kann das zu so einem Zusammenbruch des ganzen Selbstgefühls der Souveränität führen, dass um jeden Preis dieser Anspruch wieder errichtet werden muss. Und in dem Fall ist dann die Gewalt das wirksamste Mittel, weil eben genau das Prärogativ des modernen Eigentümers ist. Sozusagen, wenn ich mir nicht sicher bin, ob es meins ist, dann mache ich es kaputt und dann habe ich bewiesen, es war meins, denn nur der Besitzer darf auch missbrauchen. Und dieser Umschlag, also das ist vielleicht wieder ein bisschen mit dem, was ich eben gesagt habe, wie kann man auch die schrecklichsten Gewaltphänomene von der Gesellschaft her erklären? Ich will ja nicht einfach, also wie kann ich als Feministin eine Theorie haben, die nicht sagt, ja, es liegt in der Natur des Mannes, gewalttätig zu sein, das muss man schön einhegen, viele Gesetze, viel Polizei, dann kommen wir irgendwie klar miteinander. Das ist ja furchtbar, das ist auch ganz männerfeindlich. Normalerweise nicht jetzt meine erste Sorge, aber ist doch wahr. Also man braucht eine Theorie, die erklärt, was ist überhaupt diese Figur des Selbstwertgefühls, das sich angeblich nur stabilisieren kann, wenn es bestimmte Verfügungen erfolgreich ausübt. So, und da ist Phantombesitz eine Kategorie. Und ich würde sagen, das betrifft sehr viele verschiedene Herrschaftsverhältnisse, also auch Naturbeherrschung, auch Rassismus lassen sich, also konzentrieren sich in solchen Arenen des Phantombesitzes. Bleiben wir doch mal, das ist, also ich habe es verstanden, Dankeschön, das war wirklich nochmal erhellend. Und bleiben wir doch mal beim Thema Naturbeherrschung und Klimabeherrschung, weil das ja so ein bisschen auch der Fokuspunkt dieses Podcasts ist. Könntest du das da genauso durchexerzieren wie bei dem von dir beschriebenen Verhältnis zwischen Männern und Frauen? Also das ändert sich natürlich nach Objektbereich immer ein Stück weit. Also das ist ja genau die theoretische Hoffnung, dass man so eine Art gemeinsamen Nenner hat, auf den aber nicht die Sachen reduziert werden, sondern der sich jeweils anders artikuliert. Und ich würde sagen, bei der Naturbeherrschung ist es so, erstmal sind wir da zum Teil noch längst gar nicht in der Phase des Phantombesitzes, sondern nach wie vor sind ja selbst sowas, was man globale Commons nennt, also alle mögliche Naturdinge, kann Trinkwasser eben wirklich Eigentumstitel sein. Also wir sind noch in der Phase der vollen Herrschaft, ich nenne das oft Sachherrschaft, also das ist ein Synonym für Eigentum, also eine eigentumsförmige Herrschaft. Ja. Naturdinge, auch lebendige, auch Tiere, auch nicht wiederherstellbare, können Eigentum sein und werden der Zerstörung preisgegeben. Das finde ich nicht immer schlimm, ja. Also natürlich soll man seine Möhre essen dürfen und auch dann im Möhrenbeet die Distel ausreißen. Null Problem. Aber dass zum Beispiel Boden als ein Eigentumsobjekt gehandelt wird, das zerstört werden darf. Und was ja auch gerade im großen Stil passiert, also viele der landwirtschaftlichen Techniken, die uns auch so eine gewisse Produktivität in den letzten Jahrzehnten nochmal ermöglicht haben, oder je nachdem, wie man zählt, also in 100 Jahren seit dem Haber-Bosch-Verfahren, sind inzwischen erwiesenermaßen welche, die die Ressource Boden verbrauchen. Und es ist eine Ressource, die eigentlich endlos weiter sich erhalten könnte, wenn man schon damit umginge. Genau, das ist dann in dem Fall richtige Sachherrschaft. Aber natürlich gehört nicht jedem ein Stück Boden. Ja, nicht jeder ist sozusagen wirklich Eigentümer an Land. Und da kommt dann doch, würde ich sagen, diese Phantombesitz Figur ins Spiel, weil wir natürlich alle in einer Konsumgesellschaft daran partizipieren, dass eine bestimmte Form der Naturbeherrschung auf Dauer gestellt ist. Und zum Beispiel Städter leben, sollte man meinen, auf ganz engem Raum und brauchen nicht viel Boden. Aber wenn man guckt, was die Fläche ist, die eigentlich verbraucht wird, um die eigenen Müllstoffe wieder abzulagern, um die Nahrungsmittel anzubauen, um sozusagen den Sauerstoff wiederherzustellen, alle möglichen ausgelagerten
Arenen. Und es gibt auch, das ist Zufall jetzt, dass sich das so deckt, aber es gibt bei Pierre Charbonnier das Vokabular des Phantomackers. Also das sozusagen so, oder Hektar, so und so, das ist Englisch, Phantom Acre. So und so viel Phantomhektar besetzt eigentlich jeder Stadtbewohner, der sich vielleicht gar nichts dabei denkt, wenn man im Dezember im Supermarkt seine Tomaten kauft. Und als jemand, die sich so ein bisschen mit landwirtschaftlichen Versorgungsketten auskennt, bin ich immer so bestürzt, dass dieselben Leute, die zum Beispiel nie im Leben eine rassistische Vokabel äußern würden, dann so eine Tomate kaufen, wo man weiß, das ist mit Zwangsarbeit, Sklaverei, ähnlichen Zuständen, systematischer sexualisierter Gewalt an den Erntearbeiterinnen in Südspanien, in Gewächshäusern, wo sich das Plastik im Boden anlagert und auch über die nächsten, wenn da erst ein paar Jahrzehnten mehr Leute hinziehen, weil man eben auf der anderen Seite des Mittelmeers gar nicht mehr wohnen kann, dann umso toxischeren Böden. Ja, das lässt man halt, das läuft halt so weiter. Das ist irgendwie so, ja, wenn man das kritisiert ist, das Individualismus, und man soll sich auf die strukturellen Fragen konzentrieren. Also da finde ich, dass diese Verschränkung von fortlaufender Naturbeherrschaft durch Sachbeherrschung, durch Sachherrschaft und die Komplizität durch so eine Art Phantomanspruch mit, ich brauche aber jetzt dieses leckere Essen mit rotem Gemüse, ziemlich gut ineinander greifen. Und dass auch viele, also wir haben ja einerseits eine Erfolgsgeschichte in der Moderne, wo zumindest Menschen, zumindest offiziell, nicht mehr in dem Zustand des besessenen Dinges gehalten werden dürfen. Und wo wir jetzt eigentlich alle uns selbst gehören, Selbstbesitzer sind, volle liberale Subjekte. Und eben ohne, so wie die frühen Besitzindividuen, direkt auf die Leben anderer entmenschlichter Menschen zugreifen zu dürfen. Aber was wir natürlich also auf Dauer gestellt haben, ist der Zugriff auf eine sich immer weiter ausweitende, sozusagen, ja, Teilnahme am Verbrauch von Natur. Also wir verfügen alle in immer größerem Maß über Objekte. Und ich glaube, man vergisst das auch immer so, weil also natürlich trotzdem allen das Geld total knapp ist und die soziale Ungleichheit so astronomisch und skandalös. Trotzdem ist es so, dass so, ja, bürgerliche Mittelstandsexistenzen jetzt ja viel mehr Welt verbrauchen als die privilegiertesten Menschen voriger Jahrhunderte. Einfach durch so, ja, den normalen Gang zum Supermarkt. Und da ist das Besitzindividuum, glaube ich, in voller Blüte. Ja, aber du skizzierst gerade eine Wahrheit, die ganz ehrlich die meisten natürlich wissen und aber nicht wissen wollen, weil das ja bedeutet, dass der Ja. Mittelstand, wie wir ihn haben, gar nicht zu halten ist. Also wir können uns ja jetzt fühlen, wie früher nur Adlige sich fühlen konnten. Und wenn wir aber nicht die Tomate aus der Zwangsarbeit essen dürfen, dann können wir gar nicht so viel essen und dann können wir gar nicht so viele Sachen haben. Und wie zur Hölle ist das zu verkaufen? Ja, ich meine, gerade beim Essen ist es ja so lustig, da gibt es ja eh eine ziemlich schnell erreichte Obergrenze. Also man kann ja, also irgendwann ist man eben satt. Und ich glaube, noch sehr lange wäre das Anthropozän durchaus vereinbar mit einer Ernährung, die besser und leckerer ist, als was wir im Moment haben. Also wenn du eine eingelegte sizilianische getrocknete Tomate hast noch im Dezember und selbst eine eingelegte Brandenburger Tomate, das ist in Wahrheit auch nicht viel weniger lecker. Es ist nur, man bräuchte nur mehr Zeit, um sozusagen diesen Reflex, diesen blinden Reflexkäufen entgehen zu können. Und ich finde auch, dass dafür dann genau nicht die Individuen zuständig sein müssen. Also ich glaube, man kann ein sehr reichhaltiges Supermarktangebot haben, in dem man auch informierte Entscheidungen treffen kann. Und möchte ich eine gelbe Trockentomate oder eine geringelte rote Beete oder was auch, die es dann ja eben auch noch frisch gibt im Dezember, die dieses Füllegefühl, dem Füllegefühl gar keinen Abbruch täte. Dafür bräuchte es aber eine ganz andere Regulierung des Lebensmittelsektors. Also ich glaube, dass die Idee, das über individuelle Vorschriften zu lösen, dass das sozusagen ein Trick ist, mit dem dann alles beim Alten bleibt, weil dann ist sozusagen jede kleine Änderung ist schon eine zu große Zumutung. Und irgendwo haben die Einzelnen ja auch recht, wenn sie denken, na toll, ich reiß mich jetzt zusammen und kaufe die Tomate nicht, aber sie wird trotzdem weiter produziert, weil irgendjemand anders wird sie schon kaufen und es ändert sich doch nichts und ich habe verzichtet. Also da habe ich schon eine gewisse Hoffnung, dass, wenn es mal ernst gemeinte
Reformbemühungen gäbe, die weniger als Freiheitseinbußen empfunden würden. Wir sind nur Welt, also ich meine, es gibt dafür im Moment kein, nicht mal eine Partei, die dafür stünde oder die gewählt würde. Also ich glaube, es ist sozusagen so ein bisschen das philosophische Privileg, also sehr abstrakt und grundlegend darüber nachdenken zu können, wie sich das jetzt gesellschaftlich entwickeln sollte in die Richtung, da sehe ich auch ziemlich schwarz, weil wir ja ständig, also weil es ja unendlich viel Einflussnahme gibt, genau das weiter so und die Normalität mit der Freiheit zu verwechseln. Also jede Werbeschaltung, jedes Regal an der Kasse. Aber so ganz schwarz sehe ich dafür nicht. Und was ich interessant finde, ist, dass du den Begriff des Phantombesitzes benutzt. Und ich arbeite viel mit dem Begriff Ownership. Also im Prinzip auch Besitz, aber Besitz im Sinne von, ich fühle mich zuständig und habe Kontrolle über etwas. Und etwas, worüber ich zum Beispiel Ownership übernommen habe, ist die Baumscheibe vor meinem Haus. Wir sind hier in Münster auch relativ zubetoniert hinterm Bahnhof, wo ich wohne. Und da gibt es diese kleinen Flecken unbetonierter Erde rund um die Bäume. Und die habe ich bepflanzt. Und das macht einen gigantischen Unterschied, weil ich mir dadurch wieder einen Teil des öffentlichen Raums zurückerobert habe von einem Raum, den ich mal besuche. Die engen Grenzen meiner immer luxuriöser werdenden Wohnung mit fließend Wasser und Heizung und Fernseher zu verlassen. Ja, früher bin ich immer am öffentlichen Raum vorbeigelaufen, um von A nach B zu kommen. Und jetzt erobere ich ihn mir zurück und es ist ein Stück Ownership wieder da. Und ich habe in diesem Bepflanzungsprozess Nachbarn kennengelernt und jetzt habe ich eine gewisse Ownership über meine Community, weil ich jetzt die Namen kenne und wir helfen einander. Und vielleicht ist dieses Gefühl von Ownership über öffentliche Räume, über die eigene Gestaltung der Arbeit, über die Zukunft, über einfach die Ausgestaltung der Gesellschaft, die Antwort. Weil wenn wir, mich interessieren deine Gedanken dazu. Meine Theorie ist, wenn wir mehr Ownership über diese gemeinsamen Dinge haben im Sinne von Beteiligung, dann haben wir weniger das Bedürfnis, diesen Phantombesitz zu wahren, oder? Ja, das wäre auf jeden Fall meine Hoffnung. Und ich finde es auf eine Art einen lustigen Trick, dass du das Ownership nennst, denn es ist ja keine. Also dir gehört die Baumscheibe nicht. Und du kannst, wenn sozusagen die Stadt eine neue Vorschrift erlässt, die sagt, da muss jetzt Steine raufgeschüttet werden, kannst du im Grunde nichts machen. Aber trotzdem hast du das Gefühl einer Verfügung und einer Verantwortung entwickelt. Ja, Und ich glaube, wenn wir einer Verantwortung Ja, und auch. ich glaube, wenn wir diesen Verantwortungsteil im Eigentum in den Vordergrund stellten und darin auch Freiheitserfahrungen machen, also dieser Zuwachs an Weltverbundenheit, den du da eben beschrieben hast, das ist ja ein Zuwachs an Handlungsmöglichkeiten. Du kannst plötzlich lauter Sachen machen, du kannst Sachen organisieren mit deinen Nachbarn, gehst da vorbei und erkennst wieder die Arbeit deiner eigenen Hände. Das sind ja alles auch Freiheitserfahrungen. Dann wäre, glaube ich, schon viel gewonnen. Ich nenne das meistens Pflegschaft. Das ist so ein veraltetes Eigentumskonstrukt, was eben genau nicht diese Vollverfügung und nicht das Recht zur Zerstörung beinhaltet, aber schon eine Zugehörigkeit äußert. Und ich finde, manchmal ist auch das Exklusionsrecht eine gute Sache am Eigentum. Also man kann ja schon sagen, wenn du dich jetzt die ganze Zeit darum gekümmert hast und es auch niemandem wegnimmst, dann soll eben nicht jemand anders da Kiesel drüber kippen können, ja? Also diese Art von Exklusion ist auch legitim. Und ich glaube, wenn wir lernen würden, für mehr unterschiedliche Objekte und Gegenstandsbereiche neue Konzeptionen der Verfügung zu entwickeln und politisch durchzusetzen, wären das durchaus so kleine Reformschritte, die aber sehr viel ändern könnten. Trotzdem ist es natürlich so, wenn auf den Äckern um dich rum nur noch Biomasse, Mais und Flexcrops gebaut werden, die alle nitratüberdüngt sind, nach und nach die Fruchtbarkeit verlieren. Also satt werden wirst du von der Baumscheibe nicht, die ja auch als Baumscheibe dann schattig ist ab Mai und so. Da ist eben, ich glaube, es ist wichtig, diese kleinen Räume zu erobern, um darin eine neue, also auch eine Art von Lähmung und Entfremdung zu überwinden
Und um dann zu wissen, was fordern wir eigentlich für den Rest der Welt? Warum so? Wieso ist dieser Acker keine Pflegschaft? Ich habe noch mal eine Frage. Und zwar ist mir aufgefallen, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Auch in dem, was du gesagt hast, Marina und du, Eva, ich empfinde das, was ihr sagt, häufig als Umschreibung von Freiheit. Also so in dem Sinne, dass man sagt, wenn man das und das erlebt, ja, dann kann man dabei Freiheit empfinden. Ja, und eigentlich ist es sowas wie Sicherheit, das schreibst du, glaube ich, auch irgendwo mal. Vielleicht ist es ja auch nur ein Synonym für Sicherheit. Oder es ist Gemeinschaft, oder es ist etwas wie Selbstwirksamkeit. Der Begriff ist nicht gefallen. Aber so, dass man sozusagen den Freiheitsbegriff mit anderen Begriffen, die auch irgendwie für sich aufgeladen sind und die auch erstrebenswert sind, ersetzt. So, das ist so die eine Beobachtung, die ich jetzt im Gespräch mache. Und die andere ist, wenn ich mir dieses 2020 erschienene Buch Revolution für das Leben anschaue, ich habe das mal so durchgeblättert, da taucht der Begriff Freiheit, also ich glaube zweimal auf oder so. Also sagen wir mal ein bisschen, also vielleicht ein bisschen häufiger, aber nicht so häufig. Ja, da geht es um ganz andere Dinge. Und jetzt kommst du plötzlich mit einem Buch um die Ecke, was Freiheit, Bleibefreiheit auf dem Titel trägt. So, und wenn man jetzt wieder da landet, vielleicht sind es so Beschreibungen für ganz was anderes. Vielleicht sollte man diesen Freiheitsbegriff wirklich einfach entsorgen, ja, weil ich meine, einerseits, Marina eingangs, er wird von den Rechten okkupiert, so, das sind so die einen. Und die anderen, die wir ja auch erreichen wollen, also sagen wir mal nicht privilegierte Leute, wie wir hier sind, ja, und die unter Rassismus leiden, die unter den Folgen von Kolonialismus leiden, vielleicht ist für die das auch so ein hegemonialer Begriff aus der weißen Mottenkiste. Also könnte man nicht einfach sagen, es gibt ganz viele erstrebenswerte Dinge in der Gesellschaft, aber Freiheit, das kloppen wir mal in die Tonne. Also unter anderem ist die Motivation, das Bleibefreiheitsbuch zu schreiben, auch gewesen, dass ich das für eine ganz, ganz schlechte Idee halten würde, den Freiheitsbegriff in die Tonne zu kloppen. Und es gleichzeitig aber auch erlebe, eigentlich besonders von so Teilen der Klimabewegung, die eher so was sagen wie Eva, Freiheit ist einfach jetzt verbrannt und jetzt geht es nur noch ums Überleben. Und mir scheint es ein ganz grundlegendes Missverständnis darum, was es heißt, als Menschentier zu überleben, wenn man denkt, darin würde Freiheit keine Rolle spielen. Ich glaube, wir kommen da sozusagen sowieso nicht raus und dann ist die Frage, wie füllt man es am besten? In Revolution fürs Leben kommt ja sehr oft der Begriff der Befreiung vor. Und ich glaube tatsächlich, dass die natürlich zusammenhängen. Also, und ich würde auch sagen, dass viele gerade der radikalen Traditionen, also da gibt es natürlich jeweils und auch internen Brüche und unterschiedliche Ansätze, aber dass der Freiheitsbegriff in der haitischen Revolution und im Kampf gegen die Sklaverei und auch zum Beispiel im schwarzen Feminismus viel zentraler ist als im liberalen Feminismus, wo es mehr um Gerechtigkeit und Gleichheit geht. Also, dass man jetzt sozusagen nicht sagen kann, der Freiheitsbegriff sei ein weißer Begriff, ist ein moderner Begriff. Und dann ist wieder die Frage, wie versteht man die Moderne? Ja? Versteht man die als eine eher aus dem atlantischen Widerstand gegen Leibeigenschaft, Arbeiterschaft und Versklavung? Oder versteht man die als gesetzte nationalstaatliche kolonisierende Nationen, so was sind die Träger der Moderne? Und ich glaube schon, dass wir dem widerständigen Erbe der Unterdrückten, die aber bestimmte Begriffe, gerade mit ihrem weitreichenden Anspruch, dass Freiheit eben für alle gelten soll, sozusagen auch ja die hoffnungsgebendsten menschlichen historischen Ereignisse und Erfahrungen realisiert haben. Und dass wir da nicht einfach sagen können, ja, jetzt haben wir hier die Welt gegen die Wand gefahren, jetzt geben wir mal ihren besten Anspruch auf. Warum ich aber glaube, dass wir manchmal, also ich glaube, es ist ein falsch verstandener Freiheitsbegriff, den wir meinetwegen sofort entsorgen könnten. Aber ich glaube, es ist begrifflich interessanter, eher zu sagen, warum reicht dieses Verständnis von Freiheit nicht weit genug? Warum brauchen wir ein neues? Als zu sagen, wir entsorgen es und erfinden es unter einem neuen Namen neu. So, und was meine ich damit? Ich glaube, dass die Vorstellung von Freiheit, die sagt,
Und das ist letztlich, würde ich sagen, die privilegierte, satuierte Vorstellung von Freiheit. Die denkt, wir werden geboren, frei, sowieso von Natur aus. Und dann muss nur noch jemand kommen, also eben zum Beispiel der Staat, der uns diese Freiheit als Recht garantiert und nochmal sichert durch seine äußeren Institutionen. Die Vorstellung scheint mir nicht auszureichen. Wir werden unfrei geboren, jede Mutter weiß das, jeder Vater auch, ja. Also Kinder sind erstmal überhaupt nicht frei. Wir sind selber die ganze Zeit, stoßen uns die Köpfe an unseren Begrenzungen. Wir reden hier, weil wir darum ringen, besser zu verstehen, wie wir leben können. Man ist nie fertig mit dem Freiwerden und man kann sich dabei behindern oder helfen. Es gibt sozusagen in den menschlichen Beziehungsweisen immer beide Optionen. Ja. Wir können den anderen die Zeit rauben, wir können sie unterdrücken. Die Geschichte ist voll oder ist Erbe vieler solcher massiver, weitreichender, weltumspannender Unterdrückungssysteme. Aber die haben nicht geendet, weil jemand gesagt hat, wir schmeißen jetzt sozusagen eine Kultur auf den Haufen, sondern weil gesagt wurde, wir befreien uns auch gemeinsam. Ja, also es gibt einen organisierten Widerstand gegen die Unfreiheit, Befreiungskämpfe. Und gleichzeitig würde ich aber, das ist ein Gedanke von Hannah Arendt, auch sagen, dass Befreiung und Freiheit nicht ganz dasselbe sind. Also man muss dafür kämpfen, dass die Fremdbeherrschung der Zeit aufhört, dass die Ungleichheit der Menschen aufhört, aber dann auch wirklich was anzufangen miteinander und mit dem Leben bedarf nochmal einer neuen Vergewisserung dessen, worin eigentlich die Freiheit besteht. Nämlich zum Beispiel nicht darin, einfach einen größtmöglichen Rückzugsspielraum zu haben, in dem ich mich einkapseln und willkürlich machen kann, was ich will, sondern weiter, also bei Arendt wäre es weiter miteinander Politik zu machen, weiter zusammen zu handeln, diese kollektive Handlungsfähigkeit oder meinetwegen kollektive Selbstwirksamkeit, das ist dann eben ein größeres Selbst, die sich in der Befreiung geäußert hat, auch weiter im Spiel zu halten für die möglichst, den möglichst großen Macht, darüber zu verfügen, wie man gemeinsam leben will. Und ich glaube aber anders als Hannah Arendt, dass sich solches Freiheitsgeschehen nicht nur in der Ebene der Politik, nicht nur unter erwachsenen, debattierenden, kriegsführenden Menschen abspielt, sondern auch in so überlebensnäheren Bereichen, wie zum Beispiel der Sorgearbeit, wie der Landwirtschaft, auch wie der Arbeit, der Produktion. Ja, es gibt keine menschliche Tätigkeit, die man nicht auch ein bisschen anders machen könnte. Gerade die Sachen, die immer so als quasi natürlich verschrien sind, also stillen, ja, da gibt es tausend Entscheidungen, halte ich das Kind so oder so, mache ich das und wie oft und wie bezieht man sich aufeinander, läuft es oder läuft es nicht. Es gibt keinen irgendwie Bodensatz an notwendiger Arbeit, die einfach zwangsmäßig erledigt werden muss und jenseits dessen fängt dann die Freiheit an, sondern in all dem ist immer ein bestimmtes Potenzial an Freiheit eingelassen. Und je nachdem, wie wir das gesellschaftlich organisieren, ist diese Freiheit größer oder kleiner. Also, bleiben wir jetzt mal beim Stillen, ob mir da jemand erklärt, wie das geht und ich wen dabei habe und ich nicht so müde bin, weil jemand anders da meinen Haushalt schmeißt oder ob ich irgendwo alleine also ich habe gerade von einer Freundin gehört, in England, NHS, ja, stundenlang sitze und nicht mal eine Hebamme Zeit hat, mit einem zu reden in einem überfüllten Krankenhauszimmer, wo man niemanden kennt, da bist du eben unfreier. Und bis hin zu, es gibt ja auch viele Kulturen, also es war ja auch in unserer Kultur allerdings dann immer mit hierarchischer Arbeitsteilung gang und gäbe, zu sagen, jetzt muss gar nicht nur die Mutter das Kind stillen, man kann es auch umreichen und dann kannst du plötzlich auch wieder, hast du mehr Zeit, das Immunsystem wird übrigens besser, wenn man abwechselnd stillt. Also es gibt alle möglichen Optionen, auch die grundlegendsten Überlebensfragen zu organisieren und darin besteht menschliche Freiheit und darin und diesen Potenzialen müssen wir uns annehmen. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wir wollten ja eigentlich über andere Energieträger reden, aber warum nicht über Muttermilch? Ja, wir machen gleich noch einen Schlenker. Unsere Zeit neigt sich ja auch langsam dem Ende zu. Aber ich würde gerne nochmal den harten Break vom Stillen zum Ruhrgebiet machen. Weil du hast ja gesagt, es gibt eigentlich kein es ist sozusagen kulturell geformt, was als
Norm, was als normal oder so normgebend gilt. Ja, und im Ruhrgebiet ist es ja lange Zeit die Norm der Montanindustrie gewesen, in jeder Hinsicht. So, ne? Also Produktionsweise, Lebensweise, alles, was sich daran Beteiligung, ja, was man irgendwie als gut empfand, Beteiligung der Arbeiterschaft und so weiter und so fort, mit allen Kehrseiten, die das hatte. Du bist jetzt hier, ne? Und vor wenigen Jahren wurde die letzte Steinkohlenzeche geschlossen. Aber mir erscheint es so, als jemand, der seit paar Jahren, also ein paar Jahrzehnten im Ruhrgebiet lebt, dass immer noch eine große, dass das immer noch normgebend ist für Diskurse, was heute hier so zu passieren hätte. Wie nimmst du das wahr als eine, die vor ganz kurzem hierher gekommen ist? Also wie wirkmächtig ist das Narrativ der montan industriell geprägten Gesellschaft heute? Ich finde es so interessant, dass es so präsent ist, obwohl es zumindest auf Produktionsseite wirklich abgeschlossen ist. Und ich finde das ich finde das total spannend, dass man, also entweder, ich habe immer zwei verschiedene Arten von Gesprächen. Es gibt entweder die Leute, die total genervt davon sind und sagen, oh, noch ein Projekt mit Kunst an einem alten Fördertorf und so, was soll das eigentlich? Und es gibt überhaupt keine Kohlekumpel mehr und alle reden davon. Es gibt, das ist die eine Hälfte. Und die auch so oft sagen, ist alles nur ein Mythos. Und dann gibt es so Leute, die so also intensiven Blick mich an und sagen, Sie müssen sich das vorstellen, was das hieß für die Gegend hier und was das für ein Umbruch ist und wie da unten waren alle gleich und also wirklich so eine Art Sendungsbewusstsein über eine Vergangenheit, aber als Vergangenheit. Also abgesehen von diesem Mitteilungsdrang gibt es keinen Funken des Zwangs, das fortzusetzen. Und das kann entweder daran liegen, dass das eben ein sehr einseitiger Abschied war, denn ich meine, den Kohlekumpel, deren Existenz hat geendet, die fossile Moderne hat nicht geendet. Also wir sprachen ja über die Autobahnen. Also als Konsum, auf der Konsumseite ist es ja weiter eine Bergbauregion oder eine, also ja, es wird dann eben nur woanders Bergbau betrieben, in Kolumbien oder eben Gas gefördert und so weiter. Trotzdem, wenn man es optimistischer liest und sagt, nee, irgendwie ist da auch etwas erfolgreich verabschiedet worden, vielleicht fast sogar dadurch, dass man es ein bisschen beschwört und überhöht. Und ich finde das eine interessante, ich habe mich noch nicht mit mir selber darauf geeinigt, was ich davon halte, aber wir sprachen ja jetzt am Anfang unter diesem Be Titel des Phantombesitzes von so ganz, also sich selbst unterlaufenden Verlustprozessen, also wo selbst eine eigentlich fraglos positive Entwicklung, eine befreiende Entwicklung dann empfunden wird als Verlust, für den man sich rächen muss oder der immer wieder zurückgenommen werden muss, wo fast eine größere Gewaltbereitschaft freigesetzt wird, um diesen bodenlos gewordenen Anspruch weiterzuführen. Und da muss ich schon sagen, da ist irgendwas, ist da im Ruhrgebiet gelungen. Ich kenne wenig Beispiele dafür, dass sowas so, dass irgendwie die Erinnerung konserviert wurde und man sich deshalb davon verabschieden kann, dass man sozusagen das Bergbauen vergessen kann, weil alle sich daran erinnern oder und weil man sozusagen kein Kumpel mehr sein muss, weil alle wissen, was es hieß, Kumpel gewesen zu sein. Das finde ich ein interessantes Muster und auch eins, ja, von dem man hoffen könnte, dass sich das fortsetzen ließe. Und auch, da sind wir vielleicht auch ein bisschen bei diesem, ist Bleibefreiheit nicht konservativ? Also Bleibefreiheit für das Bewusstsein einer bestimmten Arbeitstätigkeit, warum nicht? Also wo soll die Erinnerung denn hin? Also es ist ja gut, je weiter das, je präsenter es gehalten wird, desto bearbeitbarer ist es. Und ich meine, natürlich frage ich mich auch, sind wir nämlich doch wieder bei der Sorgearbeit, ob es ein Zufall ist, dass das mit der maskulinsten aller Branchen so gut gelungen ist und ob das, also ob man das für andere Bereiche auch so gut also verherrlichen könnte. Andererseits müssen wir ja gerade diese maskulinsten Branchen loswerden, also insofern, wenn das mit sozusagen Heldentum und Geschichtsschreibung erleichtert wird, wäre nicht schlecht. Ich glaube, das hängt total zusammen mit dem, was du
als Angst vor Überflüssigkeit, vor Obsoleszenz, ne, beschrieben hast. Ich habe im Prinzip in dem Moment Angst, etwas loszulassen, wenn ich das Gefühl habe, war dann alles, was ich gelebt habe, alles, was ich gelernt habe, umsonst, war meine Existenz völlig umsonst. Und wenn ich aber merke, das war sie nicht, denn sie bedeutet etwas, ich kann immer noch senden, was sie bedeutet, es gibt diesen Heldenepos darüber, dann habe ich keinen Fehler gemacht und ich bin nicht überflüssig geworden, sondern ich kann jetzt etwas Neues machen, aber das, was ich gemacht habe, bleibt. Und vielleicht gelingt es uns ja, eine Erzählung in die Zukunft zu spinnen, die sagt, es war nicht überflüssig, dass wir die industrielle Revolution und das fossile Zeitalter hatten. Und es war für etwas gut. Es hat uns bestimmte Werte geschaffen und wir behalten das in guter Erinnerung. Und jetzt gehen wir weiter und erlauben aber dir etwas zu besitzen. Zum Beispiel dein eigenes Kraftwerk, das von Fusionsenergie angetrieben wird, auf deinem Balkon. Und du hast die Kontrolle darüber und du kannst es nicht verlieren, es kann dir niemand wegnehmen und du bist nicht abhängig von irgendwelchen Leuten da oben, die dir den Strom schicken, sondern du kannst ihn bei dir selbst erzeugen und hast dadurch diese Kontrolle. Und es ist eigentlich ein Zugewinn. Und vielleicht läuft das alles darauf hinaus, dass wir diese Geschichten in diese Richtung erzählen müssen. Ja, und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch möglich ist, nicht in Gänze etwas als notwendig zu verklären. Also ich habe so ein bisschen Probleme mit so einer Geschichtsphilosophie, die sagt, wir brauchten diese riesige Produktivität, um einmal ganz viel Wohlstand zu schaffen und jetzt müssen wir eben damit aufhören. Also dieser Wohlstand war ja immer ganz ungleich verteilt und hat auch wirklich das Ende von, also ja, ganzen kolonisierten Völkern und auch, also kaputt gearbeiteten ArbeiterInnen bedeutet, man hätte das gewissermaßen auf jedem Schritt auch anders machen können. Trotzdem kann man, glaube ich, auf jedem Schritt die positiven Potenziale und Errungenschaften würdigen. Also der einzelne Kohlekumpel hatte ja ohnehin nicht die Entscheidung darüber, ob jetzt Kohle abgebaut wird und hierfür oder dafür verfeuert wird und hat aber kooperativ seine Arbeitszeit gewissermaßen gemischt mit der der anderen und die Kräfte der Erde freigesetzt. Daran ist irgendwas ganz grandios und auch irgendwie man etwas erschließend über menschliche Schaffenskraft und auch die Beschaffenheit des Planeten, auf dem wir leben. Und es ist sozusagen was, es ist eine Erfahrung gewonnen worden, die auf jeden Fall jetzt dem menschlichen Bestand an Erinnerungen und Wissen dient. Selbst wenn man dann nachher sagt, ah, Mist, hätten wir mal ein bisschen weniger CO2 freigesetzt. Ja, es wäre auch schon viel früher eine gute Idee gewesen, das nicht zu machen. Aber sozusagen die Arbeit daran ist trotzdem eine würdigenswerte menschliche Anstrengung. Ja, so würde ich das beschreiben. Und das ist natürlich schwierig, wo man dann genau die Grenze zieht, wo man sagt, was wirklich ein Irrweg war. Aber also ich bin erstaunt, wie viele auch also produktive Beispiele so einer Haltung ich da jetzt in dieser kurzen Zeit schon gesehen habe. Und ich glaube, es wär ein guter gesellschaftliches Projekt, diese Verabschiedungserzählung also gelingen zu stricken und nicht einfach darauf zu setzen, dass das, was sozusagen im Wettbewerb und im Wettkampf ans Licht gerät, der neue Hype, dass das alle gleichermaßen zufriedenstellt, sondern man auch was machen kann mit den überwundenen Stufen. Ich meine, hier in Ostdeutschland ist es auch interessant, wie das zum Teil, was für eine lebendige Erinnerung das an die LPG-Zeiten gibt und an die Art, wer da wo wie gearbeitet hat, wie manche Dörfer das ganz gut geschafft haben, in eine funktionierende Agrargenossenschaft zu überführen, wo weiter viele Leute Arbeit haben, während andere einfach von Investoren aufgekauft wurden und eben, ja, wirklich dann eben nicht mehr, also die Baumscheibe ist das Einzige, was bleibt, oder aber die Äcker fremdverwaltet werden. Da, ja, das finde ich eine interessante politische Verabschiedungsarbeit.
Nur eine einzige Sache noch zu diesem, dass du sagtest eben, Stefan, ganz zu Recht, ob ich nicht, da ich habe da nicht drauf reagiert, ob ich nicht eigentlich immer so Ersatzwörter für Freiheit aufbringe und so eigentlich andere Erfahrungen beschreibe und man die dann auch ohne Freiheit haben könnte. Und ich würde aber sagen, also ja, klar, gut gesehen, aber ich würde sehr vehement argumentieren, dass es einen Freiheitsbegriff, der durch nichts vermittelt ist, nicht gibt. Dass das ein Märchen ist, was der liberale Freiheitsbegriff über sich erzählt, dass er sagt, das ist nur negative Freiheit, nur bestimmt durch die Abwesenheit von Zwängen. Aber diese, wir haben dazu überhaupt nur einen Bezug, wir können darauf überhaupt nur ein Begehren ausbilden, weil wir ganz genau wissen, was das positive Beispiel, was die Erfahrung dafür ist, das ist nämlich Eigentümer sein. Also das ist die Institution, in der wir genau diese Erfahrung machen. Es gibt was, da kann mir niemand rein regieren, weil also ganz jenseits, es ist eigentlich total unklar, was das sonst heißen soll, keine Zwänge, also manche Zwänge wird man ja nicht los, ja, man muss sich die Fingernägel schneiden und man muss sich arrangieren, aber das Eigentum gibt eben ein stabiles Bild davon, was damit gemeint sein könnte, dass man ungezwungen ist. Und deswegen glaube ich, dass es jedes Freiheitsverständnis ist immer schon auf eine bestimmte Art positiv vermittelt. Es gibt immer irgend so eine Art Modell, und also wie auch bei nach Freud das Begehren, ja. Also wenn man eben Mensch ist und kein Tier, dann immer gibt es irgendeine Szene, die das vermittelt. Und darum ist es auf eine Art gerade Programm, dass ich versuche, über diese verschiedenen Figuren der Zeitlichkeit, also der Fülle an Zeit, der erfüllten Zeit, der Freiheit eine Gestalt zu geben, ohne sie substanziell zu füllen. Das ist dann, also dann geht es eben wirklich schief, wenn man sagt, frei sein ist, wenn du dich an deiner Baumscheibe freust. Dann sagen natürlich immer welche so, nee, mein Freisein ist die Autobahn. Und das muss möglich sein. Also jeder Freiheitsbegriff muss abstrakt genug sein, dass er unterschiedlich gefüllt werden kann. Trotzdem kann man dann sagen, aha, und aber mit der Autobahn, wie viel Freiheit hast du da eigentlich wirklich? Also hat Marina ja eben gut vorgemacht. Ja, kannst du da überhaupt entscheiden, wo die lang läuft und wie viel Zeit von anderen Lebensformen verbrauchst du eigentlich in diesem Beton und weißt du eigentlich, dass wir bald keinen Beton mehr bauen können und so weiter, weil der Sand ausgeht. Das ist doch ein optimistischer Ausblick. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, wie eng oder wie viel man erläutern kann, erzählen kann über gesellschaftliche Transformationen anhand des Ruhrgebiets. Im Nachhinein überrascht mich das überhaupt nicht. Aber ich habe es, glaube ich, das erste Mal so richtig gefühlt, dass da drin auch diese sehr positive Erzählung über einen Abschied stecken kann, der nicht Menschen etwas beraubt, dass sie für sich wichtig halten. Und das wird auch immer wichtig bleiben. Deswegen danke ich dir so, so herzlich für deine Gedanken. Und ich werde auf jeden Fall noch mehr davon lesen in deinen Büchern. Gerne. Das läuft ja nicht weg. Dem schließe ich mich erstmal sehr, sehr gern an. Und wir haben ja eine durchlaufende Rubrik in unseren Ah ja. Podcast-Folgen. Die können wir noch ganz schnell abarbeiten. Das Ganze sind ganz einfache Fragen. Und zwar, wir haben hier Bonusfragen, haben wir die genannt. Und vielleicht stellen wir die, wir stellen uns die immer so gegenseitig. Und der Gast hat den Nachteil, dass er oder sie die nur einmal Ah. beantworten darf und Marina und ich dürfen die mehrfach beantworten. Wir fangen mal mit dir an. Also, was bringt dich zur Verzweiflung? Ich glaube, ganz tief sitzende Missverständnisse, die dann in Krieg umschlagen oder in Feindschaft, also in dieses Gefühl, man muss die andere Seite auslöschen, sonst kann man nicht existieren. Ja, das bringt mich zur Verzweiflung. Marina? Reflexe. Mich bringen Reflexe zur Verzweiflung. Das heißt, wenn ich nicht mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen umgehen gelernt habe und ich spüre in mir ein negatives Gefühl und ich kann nicht einordnen, woher das kommt und ich lasse es am ersten Ding, an der ersten Frau, an der ersten Natur aus, die ich sehe, das bringt mich zur Verzweiflung. Mich bringt zur Verzweiflung, wenn ich bestimmte Dinge, Phänomene gesellschaftlich oder auch individuell zwischenmenschlich erspüre, die aber auf keinen Begriff bringen kann. Also, oder wenn ich fast von vornherein resigniert bin, mich darüber artikulieren zu können. Eva, was macht dir Hoffnung? Ich glaube, Verständigung, aber mir macht eine bestimmte grundlegende menschliche Fähigkeit Hoffnung, nämlich das Mensch, und das ist gleichermaßen die Fähigkeit, die man in der Ausbeutung benutzt, aber auch in der Sorge, nämlich dass Menschen
nachvollziehen können, was die Lebensbedingungen und Bedürfnisse von anderen Lebewesen sind. Also man kann als Mensch, also nie perfekt, aber man kann so ein bisschen rauskriegen, was jemand anders will. Und man kann das benutzen, um die zu manipulieren, oder man kann das benutzen, um die zu erfüllen, die Bedürfnisse. Und dieses Potenzial, dass Menschen eigentlich reparaturbegabte Wesen sind, das finde ich so beruhigend in einer Welt, in der so viel kaputt ist. Und das ist genau der Grund, aus dem ich nicht glaube, dass alles besser wäre, wenn wir uns einfach wegdenken. Also so die Erdenmenschen sind die Parasiten auf der Erde. Das glaube ich wirklich nicht, weil wir haben Reparaturbegabung. Ziemlich schlecht darin, der nachzukommen, aber es gibt das. Das finde ich so toll. Ja, und ihr? Mir macht Hoffnung auch eine menschliche Eigenschaft. Die ist, wenn ich einem Bleistift zwei Googly Eyes anklebe, also so zwei Kugelaugen-Sticker, und sage, er heißt Bernd, und ihn dann in der Mitte durchbreche, dann tut euch das weh, dann habt ihr Mitleid mit Bernd. Und ich glaube, diese sehr, sehr tiefe Fähigkeit, Empathie für alles und jeden aufzubringen, ist etwas, das mich unendlich hoffnungsvoll stimmt, weil das Einzige, was dem im Weg steht, ist meistens Selbstschutz. Meistens können Menschen Empathie aufbringen, tun es nicht, weil sie dabei irgendwie sich selbst Gefahr laufen zu verletzen oder ihre Komfortzone zu verlassen. Aber wenn man das überwindet, dann haben wir eigentlich unendliches empathisches Potenzial, das wir nutzen können, um die Welt besser zu machen. Und Stefan, was macht dir Hoffnung? Mir macht Hoffnung, und heute nach dem Gespräch umso mehr, dass Philosophie in häufig schrillen, polarisierenden und so weiter und so fort gesellschaftlichen Diskursen eine eigene Stimme hat und genau das kann, was ich also häufig nicht kann, Dinge, die gesellschaftlich in der Luft liegen oder die übertrieben geäußert werden, auf Begriffe zu bringen, die dann wiederum tatsächlich irgendeine Art Lösungsbeitrag leisten können. Also Philosophie kann was und das finde ich total hoffnungsstiftend. Danke sehr und vielen, vielen Dank, Eva, dass du bei uns warst. Ich freue mich schon sehr auf die Ausstrahlung der Folge und auf die Kommentare, die wir darauf bekommen, auf die Rückmeldungen und die Gedanken unserer Zuhörerinnen. Ja, danke. Danke euch. Und seit Sokrates wissen wir ja auch, dass die Philosophie eigentlich auf Seiten derer residiert, die die Fragen stellen. Ja, das haben wir ausgiebig gemacht und es hat großen Spaß gemacht, auch deinen Antworten und manchmal auch fragenden Antworten. Ja, es war super, hat großen Spaß gemacht. Dann noch viel Freude im Ruhrgebiet. Mach's gut, Eva. Vielen Dank für eure Neugierde. Gleichfalls. Auf bald. Schön. Tschüss. Stefan, was hast du heute gelernt? Ich habe gelernt, dass so ein Gespräch, von dem man sich ja auch, über das man sich ja Gedanken macht im Vorfeld, wie das so laufen kann, dass es so seine eigenen Wege gehen kann. So, das fand ich dieses Mal massiv und dass trotzdem ein Gefühl der Befriedigung daraus erwächst, dass ich irgendwie klüger geworden bin und das einfach durch miteinander reden. Ja, weißt du, welchen Gedanken ich hatte? Bei einer Beerdigung sprechen wir meistens gut über den Verstorbenen. Auch wenn das nicht unbedingt ein toller Mensch war, auch wenn ich so meine Probleme mit ihm hatte, völlig berechtigt, sagen wir bei einer Beerdigung gute Dinge. Und ich frage mich, ob das nicht eine Art anthropologische Konstante ist, dass wenn wir uns von etwas verabschieden, wir anerkennen wollen, was es für unser Leben getan hat und es uns dann leichter fällt, es loszulassen. Und ich frage mich, ob nicht vielleicht dieses, es ist okay, was ihr gemacht habt, es ist okay, wie wir gewirtschaftet haben. Wir haben tausend Fehler gemacht und wir haben tausend Verbrechen an Menschen begangen. Aber ob es nicht auf einer Beerdigung eines alten Systems, eines fossilen Systems, dann trotzdem angemessen ist, etwas Positives darüber zu sagen und es gehen zu lassen. Finde ich einen guten Gedanken. Und ich fand diesen Aspekt, den Eva von Rediger ganz am Ende nochmal aufgebracht hat, wirklich sehr spannend, auch als jemand, der häufig mit solchen Überlegungen hier im Ruhrgebiet konfrontiert ist. Und ich finde es auch deshalb interessant, weil wir zum zweiten Mal in Folge bei so anthropologischen
anthropologischen Wahrheiten, will ich gar nicht sagen, aber so anthropologischen Grundsätzen gelandet sind. Beim letzten Mal war es ja so, Maren Urner, wir erinnern uns, die Folge kann man übrigens auf Spotify und allen anderen Podcast-Kanälen auch noch nachhören. Kooperation ist dem Menschen näher als Egoismus. Und jetzt sind wir dabei, dass Menschen können durch respektvolles Verabschieden, liebevolles Verabschieden oder was auch immer, eigentlich auch einen Beitrag zur Gestaltung der Zukunft leisten. Das ist doch toll, ja? Wir werden hier noch zu Hobby-AnthropologInnen einfach aus der Erfahrung heraus. Nee, finde ich einen super Gedanken. Dann lass uns gerne in der nächsten Folge noch viel mehr über Menschen lernen, weil am Ende, wir beschäftigen uns zwar mit Energie und Erzeugung und Strukturwandel, aber am Ende beschäftigen wir uns natürlich mit Menschen. Müssen wir ja. Genau, wir beschäftigen uns mit Menschen in der nächsten Folge, mit den in Anführungszeichen Ostdeutschen. Vielleicht müssen wir da auch da über Abschiede reden oder über Zukunft, ich weiß es nicht. Ja, bleibt einfach dran, folgt uns auf unseren sozialen Kanälen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Wenn ihr Fragen habt an Marina, auch an unseren heutigen Gast Eva von Redeker, an mich, dann erreicht ihr uns über die einschlägigen Social Media Kanäle. Wir sind wirklich immer sehr erpicht auf euer Feedback und eure Fragen und eure Kritik. Alles Beste, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.